Denn Selbstbedienung gehört dort zur DNA. 35% mehr Ausländergewalt an unseren Schulen innerhalb eines Jahres. Die steht einfach auf und geht raus. Im Juni 1954 wurde der Sender Freies Berlin gegründet, der 2003 durch eine Fusion mit dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg zum RBB wurde. Viele der Probleme, die der RBB heute noch hat, ragen zurück in die Zeit des SFB. Als da wären die politische Verstrickung mit der SPD, die ganze Schlagseite, der Filz und die Selbstbedienungsmentalität nur ein drastisches Beispiel. Die Witwe von Franz Basich, der war in den 70er Jahren SFB-Intendant und SPD-Mitglied, die Witwe dieses Franz Basich, der vor der Wiedervereinigung gestorben ist, hat 2021 noch jeden Monat über 9.000 Euro Pension bekommen, obwohl ihr Mann schon lange tot war. Das zeigt, dass der ganze Skandal beim RBB kein Einzelfall oder Fall Schlesinger war, sondern ein Fall RBB. Denn Selbstbedienung gehört dort zur DNA. Ökologisch hochwertiges Parkett aus Italien, vorgeölt, knapp 17.000 Euro. In den Fluren eine mit Pflanzen begrünte Wand mit automatischer Bewässerung, rund 7.500 Euro. Bei mir ist jetzt Dennis Holoch. Dennis, du bist nicht nur Abgeordneter im Brandenburger Landtag, sondern auch Mitglied des Rundfunkrats vom RBB. Erzähl doch mal, was geschehen ist, als die erste Strafanzeige von euch gestellt wurde gegen die damalige RBB-Intendantin. Ja, im Juni 2022 kamen ja die ersten Verdachtsfälle auf. Da waren wir gerade alle noch im Urlaub. Das war in der Sommerpause. Und ich habe gesagt, naja, irgendwas muss ja dran sein. Wir haben dann eine Sondersitzung des Hauptausschusses einberufen. Und dann kam der ganze Landtag zusammen. Und wer kam nicht? Die Frau Schlesinger, weil sie es damals ja nicht für nötig erachtet hat, als Intendantin zum kleinen Parlament nach Brandenburg zu kommen. Das war der Riesenskandal. Woraufhin wir Strafanzeige gestellt haben, wegen Untreue gegen sie, ihren Ehemann und gegen den ehemaligen Verwaltungsratschef. Und diese Anzeige wurde dann, obwohl fast alles schon auf dem Tisch lag, einfach fallen gelassen von der Staatsanwaltschaft wegen kein Anfangsverdacht. Der war angeblich nicht vorhanden. Wir sind dann vor die Generalstaatsanwaltschaft gezogen. Da wurde uns dann innerhalb von 48 Stunden, wenn ich mich recht erinnere, mitgeteilt, dass es weiterhin keinen Anfangsverdacht gibt. In Berlin scheinen die Staatsanwaltschaften gut zu funktionieren. Und dann hat man rausgefunden, dass in dieser gesamten Zeit im RBB ja auch irgendwann schon Unterlagen vernichtet wurden. Dann hat man Schlesinger abgesetzt und auf einmal, als Schlesinger abgesetzt wurde, da hat man dann auf einmal angefangen zu ermitteln und hat ganz schnell noch gesagt, das hat natürlich nichts mit der Anzeige der AfD zu tun. Aber wir haben den Stein ins Rollen gebracht. Ohne die AfD wäre da wahrscheinlich nichts passiert. Nur wenige Tage nach dem Rückzug von ARD-Vorsitz ist Patricia Schlesinger auch als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg zurückgetreten. Also, die Staatsanwaltschaft musste zum Jagen getragen werden. Der Sender selber hat ein Gutachten in Auftrag gegeben bei der Kanzlei Lutz Abel, das den Zwangsbeitragszahler zwischenzeitlich über 1 Million Euro gekostet hat und noch nie fertiggestellt wurde, weil es irgendwann storniert wurde, weil es auch keinen Sinn mehr gab, das weiterzumachen. Und wir hatten damals noch kein Rundfunkratsmitglied wie Dennis, so dass wir nur die Möglichkeit hatten, als Abgeordnete den Dingen nachzugehen. Es gab verschiedene gemeinsame Sitzungen, wir hatten jeder seine eigenen Sitzungen, die Kollegen aus Brandenburg haben den Untersuchungsausschuss eingesetzt. Eine Sitzung, an die ich mich besonders gut erinnern kann, war am 13. Dezember 2023. Da war die neue Intendantin da und sollte Stellung nehmen zu all diesen Dingen und packte plötzlich ihre Sachen und ging aus der Sitzung. Lassen Sie uns mal schauen, was genau in der Sitzung danach passiert ist. Ich habe in 7 Jahren als Abgeordneter und Mitglied in diesem Ausschuss so eine Farce bei einer Anhörung nicht erlebt. Bei Plenarsitzungen, wenn der Senator nicht da ist, um dessen Thema es geht, dann stehen alle Räder still und der wird zitiert. So, und wir haben jetzt hier, klar, wir sind hier nicht in der Plenarsitzung und die Frau Demmer ist nicht die Senatorin. Aber ich meine, das geht hier um den Staatsvertrag, wo es um die Grundlage möglicherweise in den nächsten 20 Jahren um ihren Sender geht. Und die steht einfach auf und geht raus. Und sie geht nicht raus, weil sie sagt, ich bin krank und muss zum Arzt oder ich muss bei der Staatsanwaltschaft wegen des RBB-Skandals eine Aussage machen, sondern um weitere Millionen beim Das war so verabredet. Danach wurde mir einfach das Mikro abgedreht und ich konnte nichts weiter dazu sagen. Und es war nicht verabredet, dass die Frau Intendantin einfach geht. Ich hatte sogar darum gebeten, dass wir erstmal nur sie befragen und danach die anderen Anzuhörenden. Aber der Ausschussvorsitzende wollte das nicht und dann hat das nicht stattgefunden. So sieht die Aufklärung im Berliner Abgeordnetenhaus aus. Die Brandenburger haben eine Anhörung morgen. Die haben übrigens auch einen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen beim RBB. Ein Anliegen meiner Fraktion, dem Sie, alle anderen Fraktionen hier im Haus, sich ja in diesem Jahr verschlossen haben, als wir es beantragt haben. Das zeigt, dass Sie nicht wirklich daran interessiert sind, aufzuklären, was beim RBB geschehen ist. Im Berliner Abgeordnetenhaus gehen die Dinge sehr locker und eine wirkliche Aufklärung hat da nicht stattgefunden. Bei den Kollegen in Brandenburg ist es schon etwas härter. Auch die CDU, auch die SPD und die Freien Wähler stellen die unangenehmen Fragen und wissen, dass es mit kosmetischen Veränderungen beim RBB nicht getan ist.
Woran liegt das? Würdest du sagen, das liegt auch daran, dass ihr den Rundfunkstaatsvertrag habt und dass die auch erkannt haben, dass der RBB einfach nicht so weitermachen kann wie bisher? Das liegt daran, das ist auch völlig anders als im Corona-Untersuchungsausschuss zum Beispiel, da werden wir komplett blockiert, weil hier, es geht hier nicht um das Verfehlen der Regierung. Es geht um das Verfehlen einer öffentlichen Rundfunkanstalt und die Kritik daran ist populär und deswegen setzt man sich da einfach drauf. Der neue Rundfunkstaatsvertrag hat ja keine wirklichen Änderungen herbeigeführt, die wir eigentlich als AfD wollen. Und im Untersuchungsausschuss ist eigentlich das Ergebnis, dass die Korruption groß ist im RBB, dass man sich gegenseitig deckt, dass man versucht, Dinge zu verheimlichen und überhaupt nicht transparent arbeitet. Okay, ein letzter Punkt noch. Ihr hattet eine sehr unterschiedliche Berichterstattung des RBB über zwei Vorfälle an Schulen in der Lausitz. Kannst du das nochmal kurz schildern? Ja, das war natürlich wieder sinnbildlich für die Arbeitsweise des Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben in der Lausitz zwei sogenannte einen großen Vorfall und einen angeblich großen Vorfall. Es gibt eine Schule in Burg, dort haben angeblich Schüler massiven Rechtsextremismus betrieben. Das wurde vom RBB und von allen anderen Anschlussmedien sofort skandalisiert. Im Endeffekt sind fast alle Strafanzeigen fallen gelassen worden von der Staatsanwaltschaft, wie wir jetzt wissen. Und dann gab es einen Vorfall an einer Schule in Cottbus, eine Massenschlägerei von Ausländern, bei der stellvertretenden Direktorin mit Holzlatten der Arm gebrochen wurde. Das Ganze wurde im RBB in zwei, drei Minuten abgehandelt. Die Täter wurden nicht genannt, also die Herkunft der Täter, währenddessen man monatelang über angeblichen Rechtsextremismus in Burg berichtet hat. Da merkt man ganz klar, wo der Schwerpunkt liegt. Nicht bei den wirklichen Problemen, zum Beispiel bei Ausländergewalt an Schulen. 35% mehr Ausländergewalt an unseren Schulen innerhalb eines Jahres. Und da reden wir von Gewaltvorfällen. Das wird im RBB klein gehalten. Ich habe nachgefragt, warum nennt man denn die Herkunft der Täter nicht? Ich meine, die Indizien sind vorhanden, die Videos sind da, man sieht ganz genau, es sind keine autochthonen Deutschen. Wir reden wirklich von Personen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und der RBB hat mir geantwortet, also die Intendantin, naja, die Herkunft der Täter wird nur genommen oder nur genannt, wenn es die journalistische Einschätzung zum Tathergang bedarf. So, und das wäre hier angeblich nicht der Fall gewesen, weil die Herkunft kann man sich ja nicht aussuchen. Aber man könnte sich natürlich die Gesinnung aussuchen. Das Problem ist, dass man halt vergessen hat zu erwähnen, dass man sich den Integrationswillen ja auch aussuchen kann. Und dass man sich auch aussuchen kann, wenn man in ein Land kommt, dass man sich an die Regeln und Gesetze hält. So, und das interessiert den RBB offensichtlich nicht. Es passt viel besser in die Agenda, gegen rechts zu sein, als die wirklichen Probleme zu benennen. Und dagegen werde ich im Rundfunkrat immer wieder auf Flagge zeigen und das Thema immer wieder ansprechen. Wir konnten nicht verhindern, dass eine frühere SPD-Regierungssprecherin zur neuen Intendantin gewählt worden ist. Aber ohne den Druck, den die AfD aufgebaut hat, wäre Patricia Schlesinger heute vielleicht noch Intendantin und würde fröhlich ihre Gala-Dinés feiern auf Kosten des Zwangsbeitragszahlers. Fragwürdige Beraterverträge, eine deutliche Gehaltserhöhung, einen luxuriösen Dienstwagen und Dienstessen in ihrer Privatwohnung. Wir wollen einer großen Reform des Rundfunks in Deutschland näher kommen. Wir wollen Meinungsvielfalt und Grundversorgung, aber kein Haltungsjournalismus, kein Gender-Gaga und keine Zwangsgebühren. Und damit wir dieser Vision näher kommen, unterstützt uns und teilt dieses Video bitte.